Hallo und willkommen zu den Abenteuern von Ludfried, Ashkan Whitehead und der wilden Hilde. Ich lass mal regnen. Der feuchten wilde Hilde. Die wird nicht sauber, das ist voll, voll der Verarsch. Ich glaube, sie hat auch die Fähigkeit Gestank. Oder sie hat eine Pigmentstörung. Wir haben eben versucht, sie an den Flo abzugeben und sie ist aber an mich gebunden. Ich weiß nicht warum. Mutti, warum? Liebst du mich nicht mehr? Komm, Hilde, wir gehen. Dein Sohn ist doof. Okay, gut. Wir wollten auf den Jahrmarkt, gell? Ja! Mit Mami und Papi auf den Jahrmarkt. Geil. Oh Gott. Oh Gott. Kann man ich will Pony reiten. Kann man den zurückgeben? Oh, das ist ein Fass. Lass den da. Lass den im Fass. Komm, wir gehen schnell. Oh, da sind Kisten. Komm, wir gehen. Wir verstecken uns hier einfach. Komm. Oh, geil, ein Hühnerfuß. Da ist meine Sammlung endlich komplett. Mami? Papi? Ha, verdammt! Die haben mich wieder zurückgelassen. Zum Glück habe ich einen guten Ausgleich für Enttäuschung gefunden. Ich werfe Blitze auf Büsche. Oh mein Gott! Endlich ein Teil meiner neuen Familie! Oh, ich rede aus Versehen gerade mit dir. Was? Ihr sagt, ihr würdet mich unter eure Fittiche nehmen, aber ich sehe keine Federn. Seid ihr ein Kind der Vögel, wie ich eins der Bären bin? Ein Kind der Bären, was bedeutet das genau? Und so wurde das einsame Kleinkind gestillt. Mit der Milch der wilden Mutter und Flo, ich glaube, das ist schon richtig, und von der menschlichen Rasse verachtet, gedieh es inmitten der Rasse seiner Mutter. So erzählt es die Sage von Friss. Kennt ihr sie? Die weise Wolfsgöttin Amira zog das Kind Friss bei sich auf. Oder Triss. Ihr seht also, ich bin in guter Gesellschaft. Triss, der Wolfssohn. Und ich, die wilde Hilde. Ich meinte, dass ich für euch verantwortlich bin. Ich werde euch vor allen Ärgern fernhalten. Wirklich, das ist eine Erleichterung. Eure Welt basiert auf Regeln, die ich noch nicht durchschaut habe. Ich bin froh, an einem solchen Ort jemanden zu haben, der mir freundlich gesinnt ist. Ich bin da mal weg. Okay. So, wir gehen. Auf den Jahrmarkt. Flo! Ludfried, ja, Papi, komm. Ich komme ja. Komm, es gibt jetzt Ponyreiten. Ein Huhn. Nicht töten, Ludfried, okay? Tiere sind lieb. Mami hat immer gesagt, ich darf die Ponys nicht reiten, das tut ihnen weh. Ja, du bist ja auch zu schwer, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht haben sie auch Elefanten hier. Was? Ja, also da vorne ist schon was Schönes. Da vorne ist eine schöne Sehne. Okay. Ich folge dir. Sollen wir mit ihm reden? Mhm. Warte mal. Du kannst alleine nur mit ihm reden, oder? Was? Oh, ich kann nicht euch zuhören. Oh, schade. Dann lese. Do, re, mi, fa, sol, la, di. Verzeiht, ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftritt vor. Autogramme gibt's nach der Show, du Wichser, okay? Ja, danke. Es sind hier Elefanten. Und, ja, erzählt mal von euch. Ich muss euch wohl nicht erklären, dass ich der verblüffende, singende Stefano bin. Der einzige abgetrennte, sprechende Kopf in ganz Seisil. Mein Publikum singt meine Lobeshymnen in Berg und Tal. Psst! Ey, ihr seid doch ein Quellenjäger, oder? Ach, gesegnet seien die Sieben. Ihr müsst mir helfen, ich wurde entführt. Schön euch kennenzulernen, aber heute warten noch viele weitere Anhänger auf Stefano. Psst, helft mir, bitte. Tragt mich in Reginalds Keller. Dort werde ich alles erzählen. Falls ihr bereit seid, werde ich euch nun aufnehmen. Eine kurze Reise in meiner Tasche wird euch hoffentlich nichts ausmachen, oder?
Ja, ich habe schon ein Würdigendaches mitmachen müssen. Ihr wisst ja nicht, wozu mich Reginald benutzt, wenn er abends alleine ist. Also macht euch keine Sorgen. Oh oh. Jetzt kann ich zuhören. Entschuldigt bitte, aber würde es euch etwas ausmachen, davon abzusehen? Ich würde die Dinge gerne so belassen, wie sie sind, wenn es euch nicht stört. Ah ja. Ich würde euch gerne aufnehmen, aber das geht nicht vor all diesen aufmerksamen Leuten. Ja. Achso, ja, schon. Ich bin dem Text das noch gewohnt. Wie nennt man einen Quellenjäger, der einen Weg findet, eine Menschenmenge von einem Ort wegzulotsen, an dem er etwas ganz und gar Heimliches vorhat? Jawohl, einen fähigen Quellenjäger. Nun komm schon, es kann auch nicht so schwierig sein, die Aufmerksamkeit dieser Meute von uns zu ziehen. Ich habe eine Idee. Flo? Ja? Zieh dich da hinten am besten aus. Ich dachte jetzt eigentlich an die wilde Hilde, aber okay. Okay. Flo? Ja? Wohin geht... Das erfreut mich. Wir warten Hallo. Hier. Oh, jetzt redet die Hilde mit mir. Ja, Mutti beachtet mich. Ich kann eurem Gespräch wieder nicht zuhören. Warum denn? Keine Ahnung. Naja, aber wir haben doch da diese Turnierkugeln und alles. Oh, müssen wir die benutzen? Keine Ahnung, aber da ist eine leere Bühne da oben beim Bühnenmeister, genau. Ah. Ja gut, weil ich den Scheiß ja hab. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ihr seid der Bühnenmeister. Ich würde vielleicht gerne etwas darbieten wollen. Wendet euch an Katharina. Jesus, wie ihr leidet. Katharina. Das ist die Dame hier. Du leuchtest übrigens. Wieso leuchtest du? Achso, du hast eine Fähigkeit eingesetzt. Aus Versehen. Du redest mit Katharina? Wurde euer Hund von Zombies verspeist, haben Orks euer Schiff versenkt? Alles egal! Das hier ist Katharinas Jahrmarkt, der perfekte Ort, um die Sorgen und Probleme des Alltags zu vergessen. Ihr vergesst sogar, wenn eure eigene Mutter euch in der Wildnis ausgesetzt hat. Nehmt Platz und lasst euch von unseren Darbietern an einen besseren Ort, in eine bessere Zeit entführen. Mhm. Jo, erzählt mir von euch. Ich bin Katharina, die Großmütige, die großmütigste Grande Dame des großartigsten Jahrmarkts der Welt. Es freut mich stets, meine Kunden näher kennenzulernen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wer weiß, ob einer von ihnen dann sogar auf meiner Bühne steht. Ich habe eine offene Bühne, für die wir Talente suchen. Und sehr häufig habe ich die größten Talente im Publikum selbst entdeckt. Eine offene Bühne, sagt ihr? Und was wäre, wenn ich gerne etwas darbieten wollte? Das Theaterfieber hat euch gepackt, nicht wahr? Wunderbar! Kaum etwas mag ich mehr als neue, unverbrauchte Talente, die ich zerstören kann mit meinem Körper. Die sich auf der Bühne austoben wollen. Allerdings müsst ihr wissen, dass ich Schauspieler unterstütze, keine Schriftsteller. Wenn ihr hier auftreten wollt, müsst ihr ein fertiges und bekanntes Stück zum Spielen finden. Seht euch in der Bibliothek um, vielleicht weckt einer der Klassiker dort ja euer Interesse. Es wäre durchaus spannend zu sehen, wie ein Mitglied der Quellenjäger eines der alten Standardwerke interpretieren würde. Also erstmal wieder anziehen. Ja. Was müssen wir denn jetzt spielen? Don Carlo, Macbeth, Maria Stewart. Die Schöne und das Biest. Ja gut, das ist wahrscheinlich eher mehr ein Musical. Ariel und die Meerjungfrau. Wir könnten Faust spielen. Ich will die Krabbe sein. Du kriegst meine Faust gleich zu spüren. Oh, der kennt die Klassiker nicht. Ich fass es nicht. Das Dschungelbuch. Das wäre doch eine Idee. Das ist kein Klassiker? Nein? Nein? Nein. Okay. Nein, nein, nein. Ah ja. Der Bühnenmeister. So. Wo kann ich Material zum Spielen finden? Okay, wir müssen in die Bibliothek für diese Mission. Okay. Wo ist die Bibliothek? Das müssen wir suchen. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich bin der Geist, der stets verneint.
Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde zerstört, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das kenne ich. Das kenne ich. Das war bei Vajana. Oh Gott, komm, wir gehen. Die wilde Hilde kennt das sogar. Oh Gott, er kennt Faust nicht. Okay, was? Also, Wo bist denn du? Jetzt bist du weg. Wo bist du? Ich bin nach rechts gegangen. Ach so. Oder links. Keine Ahnung, Bibliothek wird bei mir auf der Karte nicht angezeigt. Wir müssen die wahrscheinlich suchen, ne? Puh, ja. Achso, da ist noch Cedric, soll noch mit dem auch noch quatschen? Cedric? Ja. Der war ja in dem Buch drin. Ach, ah, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ihr da, setzt euch und bleibt noch ein wenig. Ich werde euch begeistern, ich werde euch betören und zum Lachen bringen. Ich bin Cedric der Fantastische und ich stehe vor einem leeren Saal. Ja gut, erzählt mir von euch. Ihr müsst mich nicht bemitleiden. Noch vor wenigen Jahren war ich der singende, tanzende, sensationelle Liebling der Stadt. Die Leute sind von überall her gekommen, um meine atemberaubende Show zu sehen. Als Reginald kam, brachte er ein paar tolle Requisiten mit. Habt ihr sie gesehen? Einen entsprechenden Kopf. Niemals hätte ich gedacht, dass so ein Schwachsinn meine größte Konkurrenz werden würde. Ja, erzählt mir von dem Konkurrenzkampf zwischen euch und Reginald. Anscheinend sind selbst meine sonst so wählerischen Zuschauer von den Tricks dieses Kerls beeindruckt. Ich selbst bin ein Mann von Talent, mit Zauberstücken, geistiger Wendigkeit und feinster Unterhaltung. Diese Kuriosität ruiniert, was einst ein Kunsthandwerk war. Und selbst wenn es keine jubelnden Zuschauer gibt, so hat der alte Reggie immer noch mindestens einen Fan, der Bravo und Yippie ruft. Und mit der Zeit zieht dieser eine Fan 5 mehr an und die weiteren 5, die neugierig sind, was es mit diesem Trubel auf sich hat. Ich weiß nicht, wie er es schafft, sein Publikum zu begeistern. Er hat weniger Talent zwischen seinem Hut und seinen Stiefeln, als ich meinem vollgerotzten Taschentuch und meiner Hose. Ich bin mal weg. Oder ich kann auch hier was aufsagen. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbändige Ruh. Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu. Der reizt und wirkt, muss als Teufel schaffen. Okay. Schade, ich wollte, dass der Becher Wasser auch zerplatzt. So, jetzt die Frage, wir könnten nach rechts gehen. Das sieht aus, als ob da Gebäude stehen. Warte mal, lass mich mal. Achso, nein, da ist ein Tor. Das ist eine Barrikade. Das ist ein Tor, ne? Naja, gut, ich würde sagen, wir da hoch. Ich würde nach links gehen, ne? Okay. Links oder hoch, ist egal. Wir müssen eh nochmal auf. Ach, guck mal, da ist auch ein Schild. Ja. West, Stadtzentrum, Osten, Kaserne und Osttor. Also Stadtzentrum eher. Klingt gut. Ich geh mal rumlaufen. Was ist denn das hier? Das ist irgendwas komisches. Ja, das sieht aus wie so ein Hauptquartier vom Militär. Ah. Oh, Kisten. Hier ist der Mendius. Was? Ah, hier. Hier ist das Gasthaus zur Königskrabbe. Da oben ist ein Rasthaus. Gasthaus. Rathaus. Nein, Rathaus, ja. Badezimmer. Wer nennt sein Rathaus Bad? Egal. Okay, warte mal, hier ist noch ein Wegweiser. Westtor, Nordtor, Lage der Legion, Friedhof. Was? Was hast du bekommen? Ich habe keine Ahnung. Nichts Besonderes eigentlich, dass es glitzern sollte. Hier ist ein Egländer. Also, da haben die das N vergessen, der ist eigentlich Engländer. So. Ich glaube aber hier ist erstmal nichts. Gucken wir mal hier. Da ist ein Bestatter. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hier ist. Was ist das? Ach, das Leichenhaus. Also, vielleicht hier ist noch ein Schild. Oh Gott. Süden ist das Städtezentrum. Also Süden wäre in dem Fall in die Richtung hier. Hier oben scheint nichts zu sein. Ne, hier ist die Mauer, das macht keinen Sinn. Jo. Wer ist denn das hier? Das ist einfach nur ein Haus. Oh.
Keine Ahnung, jetzt die Tür zu. Warte mal, treffen wir uns nochmal auf dem Markt. Einfach in den Norden. Weil auf der Karte haben wir da noch, also so Nordost. Mhm. Weil da ist noch ein bisschen grau. Oh, und da oben ist ein Wegpunktschrein. Ja, also bei dir? Na, der ist auf der Karte. Okay. Also dann quasi hier hinter. Okay. Da. Du solltest mich gleich finden. Ich bin schon auf der, über dem Brunnen da. Achso, ich bin gerade auf dem Weg zum Wegpunktschrein. Okay. Da, ich komme gerade von links. I. Das ist schmutzig. Und gerade nicht auf Mutti hier. Es ist halt die Frage, ist die Bibliothek vielleicht auch im Rathaus? Ist vielleicht nur ein Raum? Das kann gut sein. Ich könnte ein kaltes Getränk... Okay. Aber wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit rumrennen, ne? Weil es auch warm ist, wenn du am Feuer vorbeiläufst. Ah. Ah, da ist das Portal. Ah, da ist das Portal schon mal. Perfekt. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, das ist auch wieder nur ein... Tor? Ein Tor, genau. Und das Gebäude hier oben eigentlich? Und ein toter Stier. Flo, was hast du gemacht? Ich nix, du warst schon tot. Achso, okay. Hier ist dann wieder der Wegweiser. Okay, dann gehen wir mal zum Rathaus, oder? Das Rathaus war doch da hinter uns. Mhm. Rechts vom, von dem Schild. Ja, irgendwo da, ne? Da war doch das Badehaus. Tür zum Badezimmer, genau. Ach, das Rathaus, der Eingang ist da vorne, wo die Soldaten stehen. Ja, da ist auch gehen zu. Gehen wir vorne rein. Warte mal, ich schraube gerade noch die Kisten aus. Alles klar. Und das Huhn. Hände hoch, Überfall. Bürgermeister. Oh, ich habe eine heilige Handgranate, geil. Hier ist Cecils Arbeitszimmer, da kommen wir nicht hin. Ich guck gerade mal, sorry. Ich bin ein Stockwerk höher gekommen. Öffentliche Bibliothek, ja, du musst die Treppe hoch. Ah, sehr gut. Was ist denn das da? Was? Victoria's Secret oder was? Hier oben. Was? Wo? Bei mir oben. Hallo. Flo. Hallo. Flo. Hallo. Okay. Ja? Ciao. Wir sollten ein Buch nehmen oder so. Oder müssen wir mit den Leuten schnacken? Nehmen würde ich hier einiges, nicht unbedingt ein Buch. Ich rede mal mit Johann. Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit ihm reden. Er will nicht mehr. Okay, willst du mit deiner Angebeteten sprechen? Ich kann mit ihm reden. Okay, komisch, ich konnte nicht mit ihm reden. Oh, darf ich vorlesen? Kannst du es, achso, ja, okay. Ja. Omnis automali demones cum. Was ist das? Wer wagt es, mich beim Sinieren zu stören? Bei Naga, dem Beschützer dieser Fische. Von Cecil haben die Manieren von Bauern. Oh, vielleicht war ich zu voreilig. Vielleicht habe ich mich in euch getäuscht. Denn ihr ähnelt in keiner Weise dem hier ansässigen Fischervolk, was im Übrigen ein Kompliment epischen Ausmaßes ist. Nein, ihr gehört dem Orden der Quelljäger an, spürt Quellenmagie offen, verfolgt unheilvolle Energie. Nun, ich kann nicht gerade sagen, dass es mich freut, eure Bekanntschaft zu machen. Obwohl mir der Umgang mit Menschen keinerlei Vergnügen bereitet, so könnte es dennoch von gegenseitigem Vorteil sein, unsere Kräfte zu bündeln. Warum wollt ihr denn gemeinsame Sache machen? Nun, ganz einfach deshalb, weil ihr die Quelle jagt und ich... Johann, Dämonen. Ihr wisst selbstverständlich, dass diese beiden Seuchen häufig in den gleichen verkommenen Kreisen verkehren. Nun, ich hasse meine Beute, aber ich respektiere ihre List. Würde ich dies nicht tun, wäre mein Körper und meine Seele schon lange geschwächt. Dieses Gefühl kennt ihr sicherlich. Selbstverständlich muss man gerissen sein, doch auch die Menge macht's. Ich biete euch das Kalkül der Zauberei, die Macht des Superhirns eines Magiers. Unter einer Bedingung. Wir werden auf unserer gemeinsamen Reise niemals Abmachungen mit dämonischen Wesen treffen. Ganz gleich, wie verlockend ihre Angebote auch sein mögen. Gebt mir eure Wort und ich zaubere für euch. Oh, haben wir da einen Gefährten? Geil. Nice. Ja, das ist die Frage.
Ja. Also ich hätte gern Magier dabei. Ich auch. Aber ich mache auch, gerne Abmachungen mit Dämonen. Das ist auch das Problem. Huch. bei mir ist der Dialog weg und ich habe ein rotes Kästchen. Hä, warum? Okay. Komisch, okay. Also gut, keine Abmachungen mit Dämonen. Das Erste. Ah, jetzt war der Dialog da. Okay, jetzt. Sehr gut. Ich sehe, ihr seid willensstark und bereit für den Weg in den Wahnsinn der Quellenmagie, den Weg in die Tiefen, wo die Dämonen tanzen. Mit Freuden werde ich euch in den Abgrund folgen. Auf geht's! Blut und Triumph erwarten uns. Auf, fort, fort. Geil. Nice. Neisenstein. Würde es nicht Sinn machen, wenn wir unsere tauschen? Weil ich den jetzt gerade spreche? Eigentlich ist es egal, oder? Geht das? Nee, es geht nicht, wenn ich nur auf dich ziehe. Warte mal. Warte mal, ich probiere. Nee, das geht nicht. Der heißt okay, also, falsch, der Typ. Entschuldigung. Johann. Ja, es müsste eigentlich Jamann heißen. Jamann. Also, okay, gut. Also, die können wir uns nicht gegenseitig zuschieben, oder? Schade. Er ist ein Luftmagier. Oh ja, okay. Und gut. Luft und Wasser. Das heißt Blitz und Wasser, sehr gut. Sehr gut. Verteidigung, Willenskraft, das heißt bessere Rettungswürfe. Handwerk, kann er herstellen und schmieden besser, sehr gut. Ich frage mich mal Folgendes, wenn ich jetzt mal mit dir schnacke. Ich kann gar nicht mit dir sprechen. Okay. Wir haben uns auseinandergelebt. Ja, wow, was hat denn der? Wow, ich habe da was super Interessantes. Ja, bitte. Ich hab was super Interessantes. Komm mit mir, ich sag's dir nicht, komm mit mir in die Treppe runter, bitte. Da, Folge Hilfe! Mir. Folge mir. Ja, chill. Oh Gott. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab minus 10 Sympathiepunkte bekommen. Ja, hab ich auch gesehen, mit Charlene. Oh, bei mir ist es gerade ein bisschen buggy, weil ich häng irgendwo im Äther gerade. Ja, okay. Also bei mir steht, jetzt bin ich unten. Die wilde Hilde steht oben bei mir und redet mit jemandem. Ah, ich sehe es gerade. Oh, entschuldigt bitte, aber würde es euch etwas ausmachen, davon abzusehen? Ich würde die Dinge gerne so belassen, wie sie sind, wenn es euch nicht stört. Okay, es ist weg. Huch, habe ich mich verklickt? Achso, Moment. Bist du gerade die Treppe wieder hochgegangen? Ja, weil mit der Hilde wollte ich gucken, was da war. Jetzt bin ich wieder unten. Ja, ich nehme die Hilde wieder mit. Ja, ich wollte sagen. So, durcheinander, sorry. Jetzt, ja, ich bin da. Folge mir. Ja. Ich bin gespannt. Das ist auch ein schönes Ende für diese Folge, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Jo, kannst du auch sein. Die wilde Hilde. Was machst du mit den Schafen? Was? Was? Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Kann auch sein, dass ich mir jetzt nur was Bescheuertes ausgemalt habe. Okay. Geht es um die Schiffe? Passt. Okay. Willst du ein Schiff zaubern? Willst du Peter zaubern? Das wird. Nein. Das ist nicht lustig. Okay, gut. Back. Mhm. Moment. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Nein. Geil. Oh, ich habe einen. Oh, ich habe was zum Identifizieren. Das ist schon mal gut. Soll ich da reingehen? Ich kann dich auch wieder zurückteleportieren. Ich muss mal aufladen gerade. Okay, vielleicht sollten wir uns in der Folgenpause alle rüber teleportieren und dann da reingehen. Das wäre auch eine Idee. Machen wir. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jawohl. Bis dann. Ciao.